Also das war dein Applaus, Glenn. Herzlich willkommen zu unserer Keynote des 30. Chaos Communication Congress. Los geht's. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dieses warme Willkommen an euch alle und an die Organisatoren des Kongresses, die mich eingeladen haben, hier zu sprechen. Meine Reaktion auf diese Einladung war ähnlich vielleicht zu eurer Reaktion, als ihr dachtet so, Moment, was? Der Grund ist, dass meine Krypto-Skills sind jetzt nicht unbedingt weltberühmt. Die Geschichte wurde vielfach erzählt, wie ich es fast versaut hätte, Snowdens Geschichte oder die größte Sicherheitsgeschichte des Jahres zu kriegen, weil ich PGP unheimlich nervig und viel zu schwierig fand und deshalb nicht benutzt habe. Und es gibt noch eine andere Geschichte, die sehr ähnlich ist, die allerdings meiner Meinung nach nur nicht so oft erzählt wurde. Bevor ich nach Hongkong gegangen bin, habe ich viele, viele Stunden damit verbracht, mit Laura und Snowden mich an diese ganzen Technologien heranzutasten und irgendwie rauszufinden, wie ich mich schützen kann. Und die beiden haben versucht, mich zu unterrichten und haben herausgefunden, dass das Einzige, was ich diesen Zeitpunkt wirklich benutzen kann, TrueCrypt ist. So, sie haben mir also die Basics gezeigt. Und jeden Abend, bevor ich schlafen gegangen bin in Hongkong, habe ich ein bisschen rumgespielt mit TrueCrypt und habe es geschafft, mir ein paar Funktionen beizubringen, die sie mir gar nicht beigebracht hatten. Und das war ganz toll für mein Selbstbewusstsein. Und dann haben wir uns am dritten Tag getroffen und ich habe ihnen gezeigt, was ich gelernt hatte. Und ich war total stolz auf mich. Und ich nannte mich ein Kryptomaster zu dem Zeitpunkt schon. Und ich habe mir die beiden angeschaut und habe keinen Stolz an ihrer Seite gesehen. Ich habe eher gesehen, wie die beiden verzweifelt versuchten, nicht ihre Augen zu rollen. Und ich habe gefragt, warum reagiert ihr so? Warum ist das jetzt nichts Tolles, dass ich das geschafft habe? Und sie warteten kurz etwas, es war so eine leichte Stille, und dann hat Snowden es gesagt und gesagt, TrueCrypt ist wirklich für deinen kleinen Bruder. Es ist nicht so beeindruckend, dass du damit jetzt klarkommst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr enttäuscht war und ein bisschen... Das war vor 6 Monaten. Und in der Zwischenzeit habe ich die Wichtigkeit von solchen Technologien wirklich verstanden. Und sie ist zentral geworden für meine gesamte Arbeit. Und ich habe wirklich unheimlich viel gelernt darüber, wie wichtig es ist und wie es funktioniert. Und ich bin bei weitem nicht der Einzige. Ich glaube, eines der wichtigsten Resultate dieser Enthüllung der letzten Monate war, wie viele Leute es jetzt zu schätzen wissen, wie wichtig es ist, ihre Kommunikation zu schützen und zu verschlüsseln. Wenn ihr euch meinen Posteingang von Juli anschaut, dann wären vielleicht 5% der E-Mails wären vielleicht PGP verschlüsselt gewesen. Und dieser Prozentsatz ist jetzt definitiv über 50%. Und sehr, sehr weit über 5%. Als wir darüber gesprochen haben, wie wir unser neues Medienunternehmen starten wollten, haben wir darüber gar nicht geredet. Wir waren einfach davon ausgegangen, dass wir die bestentwickelte Technologie benutzen, die es gibt, um unsere Kommunikation zu schützen. Und jedes Mal, wenn ich von jemandem kontaktiert wurde, in Journalismus, Aktivisten oder in einem dieser Felder, alle von ihnen haben entweder Krypto benutzt oder einige von ihnen benutzen entweder Krypto oder waren peinlich berührt, dass sie es nicht gemacht haben und waren auf dem Weg dahin, sich daran zu gewöhnen. Und das ist wirklich ein großer Fortschritt, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was ich vor einem Jahr noch gesehen habe. Wenn du dir anschaust, dass diese ganzen Journalisten und die alle arbeiten mit diesen sensitiven und wichtigen Informationen, aber keiner von ihnen hatte wirklich eine Ahnung, wie diese Privatsphäre-Tools wirklich funktioniert haben und wie man sie benutzen konnte. Und es ist wirklich ermutigend zu sehen, wie jetzt diese Art von Technologie sich so stark verbreitet. Und ich denke, dass das einen sehr wichtigen Punkt zeigt. Und es macht mich wirklich sehr optimistisch. Leute fragen mich oft, ob ich denke, dass diese Geschichten, an denen wir gearbeitet haben,
ob das wirklich etwas ändern wird, ob das wirklich irgendwelche Grenzen bedeuten wird für die NSA. Und die meisten Leute sagen etwas, ja, da gibt es dann etwas wie, es gibt eine Debatte und das ist wahrscheinlich das, was am wenigsten wichtig ist. Und dass dann die Regierung als Reaktion darauf neue Gesetze durchbringen. Aber es hat sich gezeigt, dass das vermutlich nicht passieren wird. Wir haben gesehen, dass die Taktik des der US-amerikanischen Regierung ist genau das Gegenteil. Sobald sie ertappt werden, wo sie etwas tun, werden sie es verneinen und sagen, dass sie es nicht getan haben. Und sie sind sehr gut darin, vorzugeben, dass sie sich reformieren, während sie eigentlich tatsächlich gar nichts tun und tatsächlich im Gegensatz dazu ihre eigene Macht, die sie haben, noch weiter zu erhöhen. Wir haben das schon in den 70ern gesehen, als es viel Ärger gab in Amerika. Da ging es auch um Überwachung, auch um die Überwachung durch die US-amerikanische Regierung. Und als Reaktion darauf hat die US-amerikanische Regierung gesagt, okay, wir geben euch all diese Reformen, die diese ganzen Rechte und diese ganzen Sicherheiten sicherstellen werden. Wir geben euch ein extra Gericht dafür. Und das hörte sich wunderbar an. Aber dann haben sie diesen geheimen Gerichtshof geschaffen, wo nur die konservativsten Richter landen, die wirklich für diese ganzen Überwachungsmaßnahmen sind. Und das, was dieses Gericht abgibt, ist tatsächlich nicht mehr als ein Stempel, der wirklich auf jeden Antrag gegeben wird. Sie haben auch gesagt, dass sie Komitees im Kongress schaffen werden, um die dann überwachen sollen, was die Geheimdienste tun. Und die sicherstellen sollen, dass ihre Macht nicht mehr missbraucht wird. Aber was sie sofort getan haben, ist, dass sie Loyalisten als Leiter dieses Komitees eingesetzt haben. Und heutzutage haben wir die beiden meisten Pro-NSA-Mitglieder des Kongresses, die wirklich in Teil dieses Komitees sind und tatsächlich eher alles verteidigen, was die NSA macht, anstatt da tatsächlich irgendwelchen Kontrollmechanismen in Kraft zu setzen. Und dieser Prozess wiederholt sich jetzt dauernd, zum Beispiel in diesem unabhängigen Panel vom Weißen Haus, und das ansagte, dass es besonders balanciert und unabhängig sei, aber es ist bestenfalls pro NSA, und es ist und in vielen Fällen sorgt es dafür, dass es die Macht des Überwachungsstaats sogar intensiviert. Also die Frage ist, ob wir irgendwelche Reformen haben, liegt definitiv nicht in dem technischen Prozess der demokratischen Möglichkeiten. Es ist möglicher, dass es Gerichte gibt, die wirkliche Einschränkungen entscheiden und entscheiden, dass bestimmte Dinge verfassungsrechtlich nicht erlaubt sind. Es ist auch möglich, dass andere Länder in dieser Welt, die auch sich wirklich die wirklich besorgt über ihre Privatsphäre und Sicherheit sind, die etwas aufsetzen, das zum Beispiel die USA verhindern wird. Daran hindern wird, bestimmte Spionage zu machen. Und es ist möglich, dass große private Unternehmen, Internetfirmen anfangen, ihren Preis für die Kooperation mit dem Regime zu zahlen und dazu gezwungen werden, dafür gerade zu stehen und anerkennen, dass ökonomische Interessen gefährdet sind durch diese Spirale. Und alle diese Möglichkeiten sind sehr möglich als starke Beschränkung gegenüber dem Überwachungsstaat. Aber die größte Hoffnung liegt darin, dass die Leute in diesem Raum und ihre Fähigkeiten und die sie haben. Privatsphäre-Technologien sind schon entwickelt. Tor, PGP, OTR und viele andere sind und die funktionieren auch, und sie hindern auch die USA und ihre Alliierten, unsere Sicherheit der Kommunikation einzudringen. Aber sie sind
Und sie sind alle eine große Hürde für die USA, in unserer Privatsphäre einzudringen. Und ob das Internet wirklich eine Möglichkeit werden wird, Demokratisierung weiterzuführen, oder ob es eine Möglichkeit wird, die schlimmste Überwachung der gesamten Bevölkerung, Weltbevölkerung zu kriegen, das wird letztendlich daran hängen, was ihr aus diesen Fähigkeiten macht und was wir an technischen Möglichkeiten durchsetzen und umsetzen. Und es gibt diese Leute, die dann zu den Hacker-Konferenzen gehen, und solche Leute sind es, die wir brauchen an dieser Stelle. Deswegen haben auch Firmen, deswegen versuchen Firmen in Silicon Valley auch sich so darzustellen, wie diese rebellischen linken Firmen darzustellen, während sie im Geheimen tatsächlich mit der CIA und der NSA zusammenarbeiten. Aber was sie wollen, ist, sie wollen wirklich diese Leute, diese jungen, intelligenten Leute in ihren Reihen haben. Und sie wollen dank dieser Leute die Möglichkeit haben, das Internet für ihre Ziele zu benutzen. Und letztendlich, das, was das Internet dann wird, können wir nicht sagen. Es wird davon abhängen, was diese jungen Leute tun, die in diesen großen Firmen landen. Eine der wichtigsten Fragen ist, ob Leute wie diese in diesem Raum oder andere Leute, die diese gleichen Fähigkeiten haben, ob sie diesen Versuchungen erliegen werden und für diese Firmen arbeiten werden, die versuchen, die Privatsphäre in der ganzen Welt zu zerstören, oder ob sie ihre Fähigkeiten dafür nutzen werden, um die Rechte und Freiheiten aller Menschen und ihre Privatsphären zu verteidigen. Und ich bin sehr optimistisch, weil ich weiß, dass die Kraft in euren Händen liegt. Also, ich möchte noch über einen anderen Grund für meinen Optimismus reden. Das ist, dass die Allianz für die Privatsphäre wesentlich gesünder und wesentlich größer geworden ist. Oder sie ist wesentlich größer, als viele von uns wirklich wahrnehmen. Vor allem wächst es die ganze Zeit. Ich weiß für mich selber, persönlich, dass alles, was ich über die letzten 6 Monate getan habe und alle Reden, die ich gehalten habe und all diese Ratschläge, die ich gegeben habe, all diese Dinge teile ich vollkommen mit 2 Leuten, die wirklich sehr, sehr wichtig gewesen sind für alles, was ich getan habe. Eine oder einer von ihnen ist meine unheimlich mutige Kollaborateurin, Laura Poitras, und meine Mitarbeiterin. Und Laura kriegt wirklich nicht viel von der Aufmerksamkeit mit, und das ist auch genau das, was sie eigentlich möchte. Aber sie hat wirklich jedes bisschen Anerkennung verdient. Denn es ist wirklich, wirklich so, dass ohne sie nichts von dem hier passiert hätte. Wir haben während der letzten 6 Monate wirklich jeden Tag gesprochen. Wir haben wirklich jede wichtige Entscheidung vollkommen zusammengefällt. Und mit jemandem zusammenarbeiten zu können, der so ein Verständnis von Internetsicherheit hat und der Strategien, mit denen man seine eigene Privatsphäre schützen kann, war unabdingbar für den Erfolg dieses Unternehmens. Und dann gibt es eine zweite Person. Und was war auch absolut unabdingbar und so, war meine Quelle Edward Snowden. Und es ist wirklich schwer, das in Worte zu fassen, was für einen unheimlich tiefen Eindruck seine Entscheidungen auf mich gehabt haben und für Laura und für die Leute, mit denen wir direkt zusammengearbeitet haben und mit den Leuten, mit denen wir indirekt zusammengearbeitet haben und den Milliarden, Milliarden Leuten,
überall auf der Welt. Und sein Mut und dieser bewusste Mut werden mich wirklich inspirieren für den Rest meines Lebens. Und ich bin sicher, dass er viele Millionen Leute dazu inspirieren wird, wirklich Schritte zu tun, die sie sonst nicht getan hätten, weil sie gesehen haben, was eine einzige Person, wie viel Gutes eine einzige Person für die gesamte Welt tun kann. Aber ich denke, es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass keiner von uns dreien das, was wir getan haben, in einem Vakuum getan hat, außerhalb eines Kontextes getan hat. Wir sind alle inspiriert von Leuten, die ähnliche Dinge in der Vergangenheit getan haben. Ich bin mir absolut sicher, dass Edward Snowden von vielen verschiedenen Leuten inspiriert wurde, von Helden und auch der Selbstaufopferung von Chelsea Manning. Und ich bin auch sicher, dass auf die eine oder andere Weise Chelsea Manning, dass sie auch von den ganzen Whistleblowern inspiriert war und ermutigt war, die es schon vor ihr gab und die es sich getraut haben, Korruption auf höchsten Niveaus und falsche Handlungen wirklich ans Licht zu bringen. Und ich bin sicher, dass alle von ihnen auch von jemandem inspiriert werden, von jemandem wie Daniel Ellsberg, der das vor mehreren Jahren schon getan hat. Und auch abgesehen davon, denke ich, dass es sehr wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass alles, was in den letzten 6 Monaten passiert ist und alle wichtigen Leaks, die es irgendwie gegeben hat, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt, als auch in der Zukunft. Alles davon schuldet wirklich einiges an WikiLeaks, die es geschafft haben, die eine Plattform dafür zu schaffen. Und wisst ihr, wir haben nicht das Modell von WikiLeaks genauso übernommen, sondern wir haben das geändert, was WikiLeaks sagte, womit sie am besten klarkämen. Und wir wollten Fehler vermeiden und Attacken, die erfolgreich waren. Aber das wurde dadurch unterstrichen, sehr stark unterstrichen, als Edward Snowden aus Hongkong gerettet wurde von sicherer Festnahme durch die Vereinigten Staaten. Und das geschah nicht nur durch WikiLeaks, sondern durch sehr mutige Personen. Es gibt ein riesiges Netzwerk von Menschen auf der ganzen Welt, die an diese Sache denken, an diese Sache glauben und sogar immer mehr dazu bereit sind, ihre Energie und ihre Ressourcen und ihre Zeit dafür aufzuopfern. Und der Grund dafür ist erstaunlich. Und das erinnert mich an ein Telefonat, das ich mit Laura führte vor circa 2 Monaten, auch wenn wir sonst fast nie telefonierten. Wir wollten an einer Veranstaltung der Electronic Frontier Foundation sprechen. Und in der Nacht davor sprachen wir darüber, was sie und worüber ich reden würde. Und sie ging eine Liste mit Menschen durch, die sich der Privatsphäre verschrieben hatten. Und wir kamen darauf, dass Snowden in Russland festsetzt und Manning festgesetzt wurde und andere Selbstmord beging. Und sogar Menschen wie Jim Risen. Und Geschichten, die er veröffentlicht hat. Wenn du mehr verstehst, dann übernimmst du. Und Laura hat auch gesagt, dass es wirklich ein Zeichen ist, dafür ist,
wie es zeigt, dass der Preis dafür, Transparenz zu den Leuten zu bringen, und dass dieser Preis wirklich extrem hoch ist und besonders die Strafe, die man dafür zu erwarten hat. Und sie hatte recht. Und es war, ich konnte schlecht etwas dagegen sagen, weil sie wirklich recht hatte. Aber ich sagte, das ist noch ein anderer Punkt, der das auch zeigt. Es gibt noch jemanden auf dieser Liste, solange wie es auch ist, solange wie diese Liste auch ist, sie wird immer länger. Und das ist das Beeindruckende. Und das ist so etwas Besonderes, weil der Grund, dass Leute auf dieser Liste und auch außerhalb dieser Liste weiterhin bereit sind, diesen Preis zu zahlen, sie werden es weiter. Das eigentliche Ziel dieser ganzen Geheimnistuerei ist, Leute einzuschüchtern und sie genau davon abzuhalten, was sie gerade tun. Der Stream kommt leider sehr, sehr schwierig an bei uns. Tut uns leid. Es ist wirklich eine sehr effiziente Taktik und es funktioniert für ein paar Leute, nicht weil sie Angst haben, sondern weil sie rational denken. Es ist tatsächlich so in Amerika und auch in Großbritannien, tatsächlich irgendetwas, wie auch immer, wie extrem es auch ist und wie außerhalb des Gesetzes auch ist, Aktivisten werden Angst haben vor diesen Taktiken und vor diesen Strafen. Aber dennoch. Das ist, warum sie es auch tun. Und das Paradoxe ist, dass es viele, viele andere Leute gibt und immer mehr Leute gibt, die auf die ganz gegensätzliche Art und Weise reagieren. Wenn die USA und die US- und englische Regierung sehen und ihr wahres Gesicht sehen, werden sie nicht abgeschreckt, sondern werden eben immer mutiger und immer involvierter. Und der Grund dafür ist, wenn man sich anschaut, was wofür diese Regierungen fähig sind, kann man sich eben nicht mit mehr klaren Gewissens anschauen, was es ist. Und deswegen agiert man eben. Und wenn man sich die Whistleblower anschaut, war es eben immer ein langsamer Prozess zu realisieren, was diese Regierung getan haben, und dann gab es eben immer diesen Prozess und die tut uns leid, der Stream ist schon wieder leicht kaputt, macht immer noch. Die mit ihrem eigenen Verhalten wirklich dafür sorgen, dass diese Leute sich trauen, diese Geheimnisse rauszugeben. Und letztendlich der Tropfen sind, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und wo wir uns gerade darüber unterhalten, über den Versuch, diese Leute einzuschüchtern, möchte ich ein bisschen über das momentane Verhalten der Vereinigten Staaten reden, besonders in Bezug auf Edward Snowden. Es ist vollkommen klar geworden, dass die amerikanische Regierung auch auf den höchsten Ebenen sich nur ein einziges Ziel hat. Und dieses Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Edward Snowden mehrere Jahrzehnte, wenn nicht sogar den Rest seines Lebens, in einer kleinen Zelle verbringen wird, vermutlich ohne sämtliche Kommunikation mit der Außenwelt. Und der Grund, warum sie sich so sicher sind, dass sie das tun möchten und warum sie so sicher sind, es geht nicht darum, dass es etwas gibt, was von Edward Snowden beschützt werden muss. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass Edward Snowdens Security Clearance, sein Sicherheitszugang ist definitiv zurückgenommen worden. Er wird sowas nicht auch einmal tun. Der Grund, warum sie so darauf fixiert sind, ist, dass sie es nicht erlauben können. Sie können Snowden nicht erlauben, irgendeine Art von freiem Leben zu führen, weil sie Angst haben, dass andere Leute davon inspiriert sein werden könnten, seinem Beispiel zu folgen. Und dann nicht mehr diese Geheimnistuerei weiter unterstützen wollen und diese Geheimnisse vor den Leuten schützen wollen, die davon am meisten betroffen sind. Was ich am beeindruckendsten finde, ist nicht, dass sie das tun, sondern das ist einfach, was sie machen. Was ich so besonders finde, ist, dass es so viele Regierungen auf der gesamten Welt gibt, unter anderem welche, die in der Lage wären, Menschenrechte zu beschützen, und die wirklich am meisten von seinen Leaks und Revelationen
profitiert haben. Und es war wirklich verwunderlich und beeindruckend zu sehen, wie einige Regierungen, unter anderem die größten in Europa und ihre führenden Politiker, die vor die Presse getreten sind und gezeigt haben, dass sie es als... die sich wirklich beleidigt fühlten, dass ihre, dass die Privatsphäre ihrer Bürger... verletzt wurde und dann vor allem aber, dass ihre eigene Privatsphäre, der führenden Politiker, ebenfalls verletzt wurde. Aber gleichzeitig, die Leute, die etwas opfern oder die Person, die etwas geopfert hat, um diese Rechte auf Privatsphäre zu schützen, ist derjenige, der seine Menschenrechte gerade komplett verliert. Und mir ist klar geworden, dass in jedem Land wie Deutschland oder auch Frankreich oder Brasilien oder wirklich jedem anderen Land auf der Welt sich gegen die gegen das Diktat der Amerikas aufzulehnen. Es gibt ein dafür gibt es einen sehr sehr hohen Preis, aber es gibt aber der Preis, den Edward Snowden gezahlt hat, diese Geheimnisse preiszugeben, war noch höher. Ich denke auch, was wirklich wichtig ist, was man sich bewusst machen muss, ist, dass Länder, die rechtliche Verpflichtung haben, Edward Snowden von politischer Verfolgung zu beschützen und ihn davor zu beschützen, für den Rest seines Lebens eingesperrt zu werden, nur weil er systematische Verletzungen von Privatsphärerechten ans Licht gebracht hat. Ich denke aber auch, dass das eine moralische Dimension gibt, weil er etwas getan hat, um ihre Menschenrechte zu beschützen, haben sie nur noch die Verpflichtung, ihn zu schützen. Ich möchte noch ein bisschen über eins meiner Lieblingsthemen reden, und zwar Journalismus. Als ich in Hongkong war mit Laura und Edward Snowden, habe ich viel über dieses Buch nachgedacht, was ich in letzter Zeit schreibe, über diese ganzen Ereignisse. Was mir klar wird, wenn ich auf diesen Moment zurückschaue, ist, dass wir mindestens so viel Zeit damit verbracht haben, über Themen zu reden, die mit Journalismus und freier Presse zu tun haben, wie wir über Überwachungspolitik geredet haben. Der Grund ist, dass uns klar war, dass, was wir tun würden, mindestens so viele Diskussionen über die Rolle von Journalismus, besonders verglichen mit dem Staat, inspirieren würde, wie es um die Bedrohung durch den Überwachungsstaat gehen würde. Wir wussten besonders, dass einer unserer größten Gegner nicht nur die Geheimagenturen sein würden, sondern vor allem ihre loyalsten Diener sein würden, nämlich die sich selber die amerikanischen und britischen Medien nennen. Entschuldigung, wir haben hier gerade ein unheimlich schlechtes Signal. Es hat also viele Debatten gegeben, in denen es nicht nur um den politischen, sondern auch um den journalistischen Status quo ging. Und wir haben auch ein bisschen gesehen, wie die ganzen Medien sich verhalten haben, mit großen Medien, die nicht in diesem ganzen Spektrum drin waren. Es gibt ein Interview, das ich vor ein paar Wochen oder Monaten bei BBC gegeben habe. Es war bei diesem Programm namens Hard Talk. Und ich habe etwas gesagt, was ich eigentlich für vollkommen unkontrovers hielt. Und ich habe gesagt, dass wir haben eine freie Presse, weil Leute in diesen Geheimorganisationen regelmäßig die Presse anlügen. Und eigentlich die Aufgabe dieser freien Presse wäre, aggressiv diese Leute zu befragen. Und ich habe gesagt,
und wie wir nicht glauben sollten, dass die Sachen, die sie sagen, stimmen, ohne dass es tatsächlich irgendwelche Beweise gibt und dass sich tatsächlich mit diesen Verletzungen unserer Menschenrechte irgendwelche Terroristen fangen. Und als ich das gesagt habe, hat er mich unterbrochen. Also, er probiert jetzt gerade den britischen Akzent nachzumachen und entschuldigt sich dafür, dass es so schlecht ist. Und ich muss sie jetzt stoppen, weil sie etwas so Besonderes gesagt haben. Als ob eine Frau ihren Rock über die Fußgelenke hochgezogen hätte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie so etwas sagen würden. Dass Generäle und Leute in hohen Positionen in britischen und amerikanischen Regierung wirklich die Öffentlichkeit anlügen würden. Wie können sie nur so etwas sagen? Und das ist tatsächlich die Ansicht, die auf jeden Fall zumindest britische und amerikanische Star-Journalisten heutzutage haben. Dass Leute mit Sternen auf ihrer Brust, die sich Generäle nennen und auch wichtige Beamte in den Regierungen, dass die Sachen, die sie sagen, wirklich für bare Münze genommen werden, ohne irgendwelche Beweise zu verlangen. Wir haben, wie wir alle gesehen haben, wir haben den Irakkrieg gehabt, wo klar wurde, dass diese beiden Regierungen immer wieder, wiederholt, absichtlich die Öffentlichkeit belogen haben. Und besonders über die letzten 6 Monate haben wir es immer wieder gesehen. Das allererste Dokument, was Snowden mir jemals gezeigt hat, war eines, wo er mir sagte, es würde zeigen, wie es die großen Lügen der vier... dass es die große Lüge von James Clapper ans Licht bringen würde, wo er gesagt hatte, dass keine Amerikaner überwacht werden. Und wie die NSA es geschafft hatte, große Telekommunikationsunternehmen dazu zu bringen, die Logs von den Telefongesprächen zwischen Amerikanern und jedem einzelnen Ausländer und jedem einzelnen Amerikaner an die NSA zu geben. Und das, obwohl Clapper kurz vorher gefragt wurde, ob die NSA Daten, Telefondaten von Millionen Amerikanern speichern, und er es verneint hat. Und andere NSA-Beamte haben auch Sachen gesagt, von denen sie wussten, dass sie falsch waren, und haben sie trotzdem gesagt. Und Keith Alexander hat wiederholt gesagt, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, rauszufinden, wie viele E-Mails und Telefongespräche sie überhaupt gespeichert haben. Und tut mir leid, wir haben gerade wieder technische Probleme mit dem Stream. Die NSA und haben wiederholt gesagt, dass sie das machen müssen, um Terroristen abzuwehren und die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Und dass sie nicht Wirtschaftsspionage betreiben. Und obwohl wiederholt Dokumente zutage gekommen sind, die zeigen, dass sie genau das machen, dass es auch um wirtschaftliche Interessen der Energie- und Ölkonzerne geht. Und diese Anschuldigungen beweisen diese Lügen. Und wir können nicht und wir... wir haben gerade kaum verständlichen Stream hier. If you suggest that their claim should... Trotzdem ist es ein Skandal, dass immer noch Leute sagen, außerdem ist es immer noch ein Skandal, dass manche Leute meinen, dass diese Aussagen wirklich einfach für bare Münze genommen werden sollen. Und dass Journalisten nicht als Kritiker dieser Aussagen gesehen werden sollten. Entschuldigung nochmal, das Signal kam hier gerade nicht richtig an. Noch eine andere Sache zu diesem Thema. Um zu verstehen, wie die amerikanischen und britischen Medien funktionieren.
Ihr könnt im Wesentlichen den Fernseher zu jeder Zeit anmachen oder die Zeitung oder eine Newsseite öffnen und sehen, wie viele Edward Snowden einen Kriminellen nennen und verlangen, dass er an die USA ausgeliefert wird. Sie sind besonders mutig. Sie sind besonders mutig, wenn es darum geht, zu verlangen, dass Recht und Gesetz für Leute angewendet werden, die Kraft in Washington verloren haben und die von jemandem unterstützt werden. Und trotzdem ist jemand zum US-Senat gegangen, Clapper, und hat ihn komplett angelegen, was mindestens so schlimm ist wie das, was Edward Snowden getan hat. Und trotzdem wird es fast unmöglich sein, Medien zu finden, die das Gleiche für die Leute wie ihn verlangen, die wirklich die Öffentlichkeit vollkommen anlügen. Es wird sehr, sehr schwierig werden, auch nur einen einzigen mutigen Journalisten zu finden, der auch nur daran denkt oder geschweige denn es wirklich zu schreiben, dass James Clapper, der Direktor der NSA, nach Recht und Gesetz ins Gefängnis gehen und in ein Gericht geschickt werden sollte. Denn letztendlich sind die Medien vor allem die Stimme der Leute mit der meisten Macht. Und alles, was wir getan haben über die letzten sechs Monate und was wir entschieden haben über eine neue Medienorganisation, es geht darum, diesen Prozess des Journalismus neu zu schaffen und wieder komplett umzuwerfen und ihn in das zu machen, als er eigentlich gedacht war, nämlich eine kritische Macht, eine kritische vierte Macht, die nicht die Exekutive unterstützt, sondern sich kritisch mit der Politik des Landes beschäftigt. Und ich möchte meine Keynote mit etwas beenden, mit einem letzten Punkt. Und zwar die Natur oder der Charakter des Überwachungsstaates, von dem wir über die letzten Monate geredet haben oder von dem wir berichtet haben. Immer wieder fragen mich Leute, was die wichtigste Geschichte ist, die wir ans Licht gebracht haben, oder was ist das Wichtigste, was wir gelernt haben. Und was ich habe angefangen zu sagen, dass es wirklich nur, vor allem einen Punkt gibt, der auf alles zutrifft, auf all diese Geschichten. Und das sage ich ohne jegliches Melodrama oder jegliche Übertreibung. Es ist kein Vergleich. Das Ziel der NSA und ihrer Five Eyes-Partner, besonders der Großbritanniens, ist wirklich die komplette Zerstörung von Privatsphäre. Abzusichern, dass es keine Kommunikation gibt, die ihnen in irgendeiner Weise entgeht. Sie wollen, dass jede Form menschlicher Kommunikation, sei es per Telefon oder per Internet, dass alles gesammelt wird und analysiert von ihren Agenturen wird und ihren Verbündeten. Und man muss noch nicht einmal übertreiben, um etwas zu sagen. Ihr müsst noch nicht einmal mir glauben. Wenn man sich einfach die Dokumente anschaut, diese Dokumente, die Edward Snowden ans Licht gebracht hat, jedes einzelne Dokument wirklich zeigt, dass sie versuchen, jede Art von Kommunikation, jede Form von Kommunikation zu finden und eine Möglichkeit zu finden, diese Kommunikation zu überwachen. Es gibt eine Sache, wo ich Probleme hatte mit dem Guardian, bei dem ich jetzt nicht mehr bin. Deswegen sollte ich es vielleicht, eigentlich sollte ich es vielleicht nicht erzählen, aber da ich nicht mehr dort bin, werde ich es jetzt trotzdem tun. Die NSA und die GCHQ werden verrückt, wenn sie daran denken, dass es möglich ist, in ein Flugzeug zu gehen und bestimmte Internet oder in bestimmte Telefone zu benutzen. Und dass man wirklich nicht von ihnen beobachtet werden kann für diese paar Stunden. Sie sind besessen von dieser Idee, diesen Möglichkeiten von Onboard-Internet-Angeboten. Und die bloße Idee, dass Menschen kommunizieren können, wenn es nur ein paar Minuten sind, ohne dass sie überwacht werden. Und wenn Leute mich in verschiedenen Ländern fragen, warum würden sie das tun wollen? Warum würden sie diesen Politiker oder warum würden sie Schweden oder diese bestimmte Firma ausspionieren wollen? Die,
die Idee, auf der diese Frage basiert, ist falsch. Man nimmt an, dass sie einen bestimmten Grund für jede Spionage brauchen. Aber das ist nicht so. Sie spionieren oder sie überwachen jegliche Art von Kommunikation, die sie irgendwie überwachen können. Und wir müssen wirklich sehen, was Privatsphäre für uns als Menschen und was es für uns auf politischer Ebene bedeutet. Es gibt uns die Möglichkeit, kreativ zu sein und Grenzen auszutesten und ohne Angst Dinge zu sagen, die wir sagen möchten. Wenn wir darüber reden, dass die Privatsphäre bald zerstört wird, dann reden wir wirklich darüber, dass der Überwachungsstaat wirklich dafür sorgen wird, dass die Leute konform sein werden, konform mit diesen Ideen. Weil jegliche Entscheidung, die Menschen fällen werden, werden wesentlich näher an den Regeln und an den Normen dran sein, wenn sie wissen, dass sie immer und überall beobachtet werden. Entschuldigung, wir haben hier gerade wieder mit dem Signal Schwierigkeiten. Ganz am Schluss hat er, glaube ich, gesagt, dass das Ziel ist der Geheimdienste, dass niemand ihrer Überwachung entgehen kann. Und er bedankt sich noch einmal ganz herzlich für die Einladung zu dieser Videokonferenz. Vielen Dank, Len. We have some time for questions. There's one. Was glaubst du, ist die Motivation dahinter, wirklich alle ausspionieren zu können? Es gibt einige offensichtliche Motive, bei denen es darum geht, wenn du zum Beispiel herausfinden möchtest, was wirtschaftliche Konkurrenten tun und was andere Länder tun, wie sie weiterkommen, welche technologischen Fortschritte es dort gibt und dass du diesen Fortschritt kopieren möchtest, um auch bessere Verhandlungspositionen zu haben in internationaler Politik. Aber letztendlich gibt es wirklich nur ein Ziel. Und dieses Ziel ist Macht. Wenn du daran denkst, was es bedeutet, die Möglichkeit zu haben, alles über jeden in der gesamten Welt zu wissen, das ist für mich der Schlüsselpunkt. Diese Gruppen bauen eine Mauer aus Geheimnistuerei, aus Geheimnissen. Und das Ungleichgewicht der Macht ist so extrem, wie es nur werden kann. Und Individuen haben nicht mehr wirklich irgendwelche Privatsphäre. Und Beamte, die besonders für den Staat direkt arbeiten, die im Englischen Public Servants, also Beamte des Staates, der Öffentlichkeit genannt werden, während diese öffentlichen Personen den höchsten Grad an Privatsphäre haben, haben wir als Privatpersonen den minimalsten Grad an Privatsphäre. Und das ist wirklich, worum es hier geht. Es geht darum, immer mehr Macht anzusammeln, indem die Leute, die regieren, immer mehr Wissen über die Leute ansammeln, über diese regieren. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten für Fragen aus dem Publikum. Also, bitte an den Mikrofonen aufstellen, wer noch eine Frage stellen will. Es gibt auch Fragen aus dem Internet, aber ich möchte selbst eine Frage stellen. Hast du Angst um dein eigenes Wohlergehen, dass dir was zustoßen könnte? Also, natürlich gibt es offensichtliche Risiken bei dem, was Laura und ich zusammen getan haben. Wie ich schon gesagt habe, wir hatten den Rat, Anwälte haben uns geraten, dass wir wirklich nicht reisen sollten. Wie ihr vielleicht wisst, nicht nur wurde mein Partner wurde bereits in Großbritannien festgehalten, basiert auf einem Terrorismus-Act, während er mehrere tausend Top-Secret-Dokumente mit sich herumgetragen hat. Aber nicht nur Aktivisten und Journalisten, aber auch Journalisten und Aktivisten überall auf der Welt sehen sich größeren Risiken
gegenüber, als wir es tun. Und der darum verbringt nicht viel Zeit damit, über solche Dinge nachzudenken. Denn wenn ich sehe, was diese Leute geopfert haben, damit ich das tun kann, was ich jetzt gerade tue, dann ist es wirklich, was ich zu fürchten habe, ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was diese Menschen erdulden. Die nächste Frage aus dem Internet. Ja, kannst du mich hören? Wie entscheidest du, welche Details du mit veröffentlichst oder welche du nicht veröffentlichen darfst oder wenn du nicht weißt, was wir sehen dürfen? Wie funktioniert da die Entscheidungsfindung alleine oder in einem Komitee? Und was sind die Kriterien, wonach du entscheidest, was du veröffentlichst? Das ist eine wunderbare Frage. Und ich denke, das ist wirklich die schwierigste Entscheidung, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Und ich weiß, dass es viele Diskussionen gibt. Und ich habe diese Diskussion verfolgt, weil sie wirklich sehr wichtig ist für uns, die wir diese Entscheidung gefällt haben. Der erste Faktor, der erste Entscheidungspunkt, den wir hatten, ist das Einverständnis, das wir mit Edward Snowden hatten. Wir haben, als er zu uns gekommen ist und gesagt hat, er war sich sehr sicher, was er erreichen möchte und wie es er glaubt, auf welche Weise das am besten erreicht werden kann. Und wir haben eine lange Zeit damit verbracht, über die Methoden zu reden, was wir wie, wo und wann veröffentlichen würden. Und wir fühlen uns gebunden an dieses Einverständnis mit Edward Snowden, denn er ist kein Objekt, das irgendwie geopfert werden kann für das Ziel, diese ganzen Informationen rauszugeben, sondern er ist wirklich ein Individuum, ein einzelner Mensch, der respektiert werden muss, besonders in diesem Bereich. Und alles, was wir getan haben, war wirklich basiert auf diesem Einverständnis, was wir mit ihm gemacht haben. Ich bin schon seit Jahren, ich bin einer der lautesten Unterstützer von WikiLeaks und Chelsea Manning. Und ich werde das sein für den Rest meines Lebens. Und ich glaube an radikale Transparenz. Und ich glaube auch an die Methoden, die WikiLeaks genutzt hat. Ich glaube auch, dass die Methoden, die WikiLeaks genutzt hat, um die Diplomatic Cables, diese Noten rauszubringen, waren genau richtig. Ich denke, dass es verschiedene Taktiken und Strategien gibt, die in verschiedenen Situationen angemessen sind. Und eine der Entscheidungen, die wir gemacht haben, ist, dass es gewisse Informationen gibt, die wir nicht veröffentlichen wollen. Wir wollten keine Informationen veröffentlichen, die anderen Staaten dabei helfen würden, ihre eigenen Überwachungsstaaten zu verbessern, um ihre Bürger zu überwachen. Wir wollten keine Informationen veröffentlichen, die die NSA über irgendjemanden gesammelt hat. Sei es rohe Kommunikation, sei es Schlüsse, die die NSA gezogen hat aufgrund dieser Daten. Und wir wollten keine Informationen veröffentlichen, dass die Leben irgendwelcher Unschuldiger in Gefahr bringen würde. Abgesehen davon, alles, was wir getan haben, ist, dass wir haben die Dinge veröffentlicht, um die stärkstmögliche, größtmögliche Diskussion ins Rollen zu bringen und um das Interesse, das die Leute an dieser Diskussion haben, am Leben zu erhalten. Ich kann euch sagen, es war nur 6 Monate, die wir das schon getan haben. WikiLeaks hat 9 Monate gebraucht, von dem Punkt, wo sie die ersten Dokumente bekommen haben, um diese wirklich zu veröffentlichen. Diese Dokumente sind wichtig, wir dürfen keine Fehler machen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir veröffentlichen. Und es gibt viele mehr Geschichten und es gibt noch viele Dokumente mehr. Und die einzige andere Sache, die ich noch sagen kann, ist, dass Laura und ich und andere Leute, die an diesen Dokumenten gearbeitet haben, unter anderem Edward Snowden, wir alle haben die gleichen Werte und den Glauben an Transparenz wie ihr. Und die letzte Sache, die wir tun würden, wäre, irgendeine Geschichte zurückzuhalten, von der die Welt wissen müsste. Und das ist etwas, was wir niemals, niemals tun würden. Jedes einzelne Dokument wird veröffentlicht werden. So, Mikrofon 1, eine Frage. Ich
weiß, dass die Angriffe der GCHQ gemacht haben, dass sie versucht haben, deine Hardware zu zerstören. Und ich wollte wissen, ob da noch mehr Angriffe dieser Art waren. Kannst du darüber was sagen, über diese Angriffe? Ich denke, das GCHQ hat uns und der Welt wirklich einen Gefallen getan, indem sie uns ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Kann die britische Regierung wirklich jemals wieder irgendjemanden verdammen für Angriffe auf die Pressefreiheit? Und ich denke auch, dass das Wichtigste, was man als Journalist tun kann, wenn man bedroht wird, und diese Bedrohungen sind weit über das hinausgegangen, was du gerade erwähnt hast, und sie haben uns wiederholt bedroht und tun das immer wieder und direkt und indirekt. Das Einzige, was du wirklich tun kannst, ist wirklich damit fortzusetzen und weiter diese Dokumente zu veröffentlichen. So, noch die nächste Frage. Hast du den Eindruck, dass die Regierung, insbesondere die deutsche Regierung, dass sie etwas tun, oder ist dein Eindruck eher, dass sie nur eine Show abziehen für die Bürger, weil sie in Wirklichkeit am liebsten zusammenarbeiten mit der NSA? Und wenn es das Letztere ist, was können wir dagegen tun? Ich bin mir sicher, dass es Letzteres ist. Letztendlich werden Regierungen zwei Dinge tun. Zunächst werden sie alles tun, um ihre eigenen Interessen zu schützen. Und Regierungen überall in der Welt und vor allem im Westen denken nicht, dass es in ihrem Interesse ist, den USA nicht zu folgen. Und sie glauben auch nicht, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, sich gegen Überwachungsstaatspolitik aufzulehnen. So, also die Frage ist, wie wir es schaffen, sie dazu zu bringen, etwas außerhalb dieser beiden Muster zu tun. Und das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir die Kosten dafür erhöhen, diese Dinge zu tun. Zum Beispiel, wie ich vorher schon gesagt habe, die Kosten, die wirklich entstanden sind für Boeing, die mehrere Vertragsmöglichkeiten verloren haben, weil sie wissen, dass die USA systematisch ausspioniert haben. Also hier gibt es wirklich offensichtliche wirtschaftliche Kosten für das Land. Ich denke, es ist unser aller Aufgabe, Wege zu finden, um sie zu überzeugen, weil ich nicht glaube, dass Machtzentren überzeugt werden können von guten Argumenten. Ich denke, es ist wichtig, die Kosten für diese Verhaltensweisen signifikant zu erhöhen. Sei es entweder ihre direkte Beteiligung daran oder einfach nur ihre Zustimmung. Und wir müssen sie in eine Position bringen, wo nicht wir Angst vor ihnen haben, sondern wo sie Angst vor uns haben. Und an dieser Stelle werden sich diese Gesetze und diese Praktiken ändern können. Ich glaube, das war ein perfekter Abschluss für diese Keynote und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank an euch alle. Standing Ovations im Publikum jetzt. Im ganzen Publikum. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank für das Zuhören und ich hoffe, dass das in Ordnung war. Das war der erste Versuch einer Übersetzung in diese Richtung. Wer mehr davon erfahren will oder Anfragen hat, gibt es den Twitter-Hashtag 30C3EN. Wer Kritik hat, Anregungen, alles Mögliche, bitte
Twitter 30C3EN.